wollte doch trinken. Geht das hier nicht? Anscheinend nicht. So, das ist dann eine andere Form der Challenge, wenn wir hier nicht trinken können. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, ich packe mir für den Fight nochmal Getränke raus. Oh, scheiße, ich habe meinen ganzen Bären gar nicht erst mitgenommen, stimmt. Verdammte Axt, ey. Weil die Waffen und so, die brauchen wir ja hier nicht, weil wir kriegen hier auch hier wieder die Waffen vom Spiel gegeben. Ich hätte halt nur gerne so 3-4 Blood-Hacks. Die holen wir, weil wir können uns gerade noch hochheilen oder hochessen. Wobei ich... So. Und dann würde ich sagen, dann legen wir los. Hold! Ah, Start! Mission More. Beatdown. Gamma. Mach deine Waffe bereit, Überlebender. Wir haben ja einen Spießrutenlauf vor uns. Mhm. Wir sind auch gemütlich. Der Zugang ist offen. Ja, Kryokapsel, stimmt. Das Tier kann man hier nicht mitnehmen. Das haben wir jetzt in der Kryokapsel. Nicer Shot. Also der Bogen ist besser als die Armbrust. Da bin ich auch besser im Aim als mit der Armbrust, muss ich schon sagen. Ah! Geh weg! Scheiß Motten! Verpiss dich! Spinne! Motte! Oh Gott! Platzt doch! Also hier geht's auch richtig ab! Mantis! Noch besser ist hier der Speer. Den gibt's hier auch irgendwo. Da ist er. Der ist nämlich richtig gut. Weil, dann, weil man damit einfach viel schneller töten kann. Wunderbar. Erste Welle geschafft. Deutlich leichter, ne? Würde ich mal so sagen. Aber ich habe auch schon hier ein bisschen Torpor bekommen. Da müssen wir aufpassen. Deswegen habe ich eben auch gesagt, scheiße, ich habe nur so ein paar Stimberries dabei. Nicht unbedingt das Geilste, wenn man hier einschläft. Eine fresse ich mal. Geht direkt das Wasser runter. Ich hier irgendwie Wasser trinken? Nee, es geht nicht. Dieser Zugang, er öffnet sich. Oh, ein Flammenspeer. Das ist auch geil. Jetzt haben wir nämlich noch ein Flammenspeer. Was kommt denn hier an? Da kommen nämlich noch mehr von diesen einschläfernden Penner-Gesichtern. Was ist denn das da? Uff, Giftreifer. Schlecht vorbereitet, muss ich sagen, weil ich nämlich keinen Stimpacks dabei habe. Habe ich die Giftwolfen getötet? Ja. Nice. Hey. So, jetzt haben wir nicht so viel Torbohr hier. Wir könnten jetzt langsam was trinken. Naja, ich warte mal noch ein bisschen. Wir haben auch noch nicht viel Life verloren. Es ist also relativ cool momentan. Die Rüstung sieht auch noch relativ gut im Schuss aus. Auch noch Pfeilbogen, ist auch nicht schlecht. Ich habe jetzt gedacht, Speer ist halt nicht verkehrt. Aber bei manchen Kreaturen ist auch der Bogen besser. Das kommt immer drauf an. Oder sogar eine Armbrust. Oh, Raptoren. Oh, nice shot. Ne, Iguanodon. Lol. Der war schlecht, der Schuss. Dodo. Lol. Oh, Paraziterium. Wir müssen gucken, dass wir uns bloß nicht... Bloß nicht in die Mangel nehmen. Ey, trifft er nicht. Alter, was ist denn das für ein Killer-Dodo? Ein Stifter hier. Yep. Nice. So, jetzt können wir mal einen Schluck trinken. Zur Abwechslung. Ja, die Welle 3, die ist eigentlich irgendwie so eine Schonwelle.
Ich glaube, jetzt kommen gleich noch Raptoren. Da wäre vielleicht Speer sogar die beste Wahl, weil die so schnell sind und man dann halt eben auch schnell mehrere Gegner töten kann. Und ihr werdet nicht glauben, was in Welle 5 kommt. Aber ich verrate es noch nicht. Ich weiß es schon, ich habe es ja schon gemacht. Na komm, wir holen mal, gucken mal, was jetzt kommt. Ich sehe gar nichts gerade. Aha, da unten. Das sieht nach Terrorbirds aus. Da ist doch auch der Speer gut. Ja, und Raptoren. Okay, da ist der Speer. Siehst du, das habe ich gemeint. Damit so schnell kannst du mit dem Bogen eben gar nicht schießen, wie du hier mit dem Speer killst. Ich habe die Lanze. Oh, die Pike. Oh, da kommt ein Spino. Ach, lol. Ja, der Damage ist halt schon geil, ne? Dass man so krassen Damage macht. Jawohl. Letzte Welle, liebe Freunde. Jetzt macht euch bereit. Ihr werdet schon unglaublich staunen, was jetzt da auf uns zukommt. Da kann man auch natürlich seine Tierchen, die man jetzt im Pokéball hat, sehr gut leveln dabei, ne? Glaube ich mal. Die sollten eigentlich auch ordentlich Level dabei bekommen. Wenn die irgendwie mit... Na, hier der Ferox. Der Zugang ist offen. Okay, was ist das? Tapuchara. Zack. Oh, verdammt. Was habe ich denn jetzt geholt? Ich weiß es nicht, was ich geholt habe. Lass mich raus. Ich wollte das nicht. Das ist Nahbrust. Ah! Hier, die Brutmutter. Boss. Uff. Scheiße, hier. Erstmal diese Kreaturen hier loswerden. Das ist... Jawohl, der Speer, der ist da deutlich besser. Erstmal, um die alle loszukriegen für die Brutmutter, können wir ja dann schießen noch. Uff, nice. Dodo, Achtung, Dodo kommt. Raptor. So, was ist das jetzt? Dann können wir jetzt die Armbrust holen, die macht am meisten Damage. Was habe ich denn jetzt geholt? Granat? Ah, okay. Klappt das mit den Granaten nicht so. Oh nein, ich schlafe. Werde ich jetzt überhaupt wieder wach oder hauen die jetzt auf mich ein, bis ich sterbe? Die machen ja immer wieder weiter, Torbohr. Scheiße, das war's dann. Och nee, Leute, nee. Och man, es ist doch zum Weinen. Die machen null Schaden an, man. Aber ja, irgendwann ist meine Rüstung kaputt und dann machen die Schaden. Ja, jetzt fängt's an. Zum Kotzen. Leute, es ist zum Kotzen. Ich war aber schlecht vorbereitet, das muss man eben sagen. Da unten bin ich abgekratzt. Wenn wir jetzt hier an der alten Base spawnen, erstmal wieder bis dort runterkommen. Aber das sollte eigentlich gehen. Komm, ich probiere es jetzt einfach. Mal gucken, ob wir noch in der alten Base ein bisschen was an Stuff haben. Und dann will ich das noch einmal probieren. Es kann ja nicht sein, dass ich heute nur fehle. Hey, das gibt's doch nicht. Na, da haben wir noch ein bisschen Stuff. Da haben wir noch Leder, Fasern und Stroh für Fallschirme. Da haben wir noch eine komplette Lederrüstung. Ich glaube, die hole ich jetzt einfach mal mit.
Obwohl die auch nicht mehr lange hält. Ist auch ein bisschen blöd. Die muss aber nur halten, bis wir dort sind eigentlich. Ich glaube, wir schaffen es auch mit der dezimierten Rüstung. Aber hier wollte ich gucken, ob wir hier noch Stimberries drin haben. Ja, 20. Okay, da können wir noch mal ein bisschen sammeln. Und ein bisschen Fleisch mitnehmen. Herstellung. Ich brauche eigentlich nur Fallschirme. Ich bin schnell genug hier, um allem zu entkommen. So, ansonsten haben wir, ey, haben wir richtig viel Gammelfleisch. Vielleicht hole ich das mal mit. Wäre ja auch mal interessant. Und Salz. Salz könnte man auch mitholen. Ich hoffe, wir können das alles tragen, wenn wir die Mission packen sollten. Schießpulver vielleicht noch mitnehmen. Ist doch noch so viel hier gelassen. Hier nochmal. Oh, Gammelfleisch, guck mal an, ja. Ist ja krass. So, ich brauche noch Stimberries auf dem Weg zur Mission. Wie weit ist die weg? Oh, das. Oh, ist das ordentlich. Das ist richtig weit. Müssen wir Gas geben. Ich hoffe, dass jetzt keine Bloodstalker dazwischen kommen oder so ein Scheiß. Vielleicht finden wir noch ein paar Rifts. Das wäre ja noch ganz lustig wäre. Das Problem ist, die Flaschen dort unten. Wir brauchen ja auch Flaschen. Kaum Stimberries dabei. Ja, jetzt aber endlich mal. Ich will unbedingt ein paar mehr Stimberries haben. Cool, da war noch ein Lagerfeuer von uns. Da ist ein Terrorbird. Da habe ich natürlich auch gesehen, der Penner. Ich habe keinen Bock, dass wir den Ferox und alles verlieren. 600 Meter haben wir schon. Das sollten wir eigentlich schaffen zeitlich. Solange sollte das Gut auf jeden Fall da liegen bleiben. Wenn uns halt nicht noch Platzsorger oder sowas in die Quere kommen, das ist so meine andere Sorge. Oh, oder ein Daedon. Ich will jetzt noch die Mission schaffen, dann zur Base zurück und dann würde ich die Aufnahmereihe auch beenden. Heute ist irgendwie kein guter Tag gewesen. Ist auch viel schief gelaufen. Jetzt selbst diese Mission hier, die eigentlich so easy war, und dann nur weil wir eingepennt sind, hat's dann. Das ist halt auch so eine Arc-Mechanik, die richtig zum Kotzen ist, ne? Die Gegner machen Torbohrschaden, kriegen dich ewig nicht tot, machen aber weiter ihren Torbohrschaden und du wirst einfach nicht mehr wach. Dann könnten sie auch so machen, dass du halt direkt tot bist, weil das bringt ja nichts, wenn du Solo spielst, ne? Singleplayers ist wieder was anderes. Aber wenn jemand auf der einen knappert und du sowieso schon kein Leben mehr hast, sowieso nie wieder wach wirst, weil die immer weiter auf der einen knappern, ist es eigentlich unnötig, dass du noch lebst. So, jetzt haben wir aber ein bisschen Stimberries. Ja, muss ich aber auch sagen, das war jetzt halb schlecht vorbereitet von mir. Ich weiß auch nicht, ich glaube, hier schwimmt man nicht so schnell wie im Ozean. Kann das sein, dass nur im Ozeangebiet der Sauerstoff erhöht ist? Kann das sein? Weiß das jemand? Oh, ich habe die Fallschirme nicht ausgerüstet, die Trottel. Ja, das ist natürlich auch stark. Kann man natürlich auch schon mal direkt auf die Fresse kriegen. Oder doch, man schwimmt hier auch schneller, ne? Bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken. Was so die normale Schwimmgeschwindigkeit ist. Eingetragen Missionsbereich. Oh, hier haben wir auch Kristalle. Omas. Raptor. Hat er mich gerade getroffen. Hey, was ist denn? Alter. Auf welchem Knopf mache ich denn das? Irgendwie hat die Taste gerade gehangen. More Beatdown. Bin gespannt. Take 2, ob das denn besser läuft. Ich meine, es ist ja gut gelaufen. Das hätten wir auch geschafft.
Wenn ich am Schluss nicht diese dummen Granaten in der Hand gehabt hätte, auch. Das war auch mit das Todesurteil. In der Zeit hätten wir können die Gegner eventuell besiegen. Granaten sind echt scheiße. Jetzt sind wir aber einmal durch die ganze, über die ganze Map geflitzt. Gefühlt. So, ich muss mich noch einmal hochheilen. Ja, dann könnten wir uns jetzt ein bisschen aushungern lassen, eventuell. Hallo? Ja, Schattenkrieger. Geduckt hat er mich nicht gesehen. Hast du gedacht? Das ist clever. Taktisch clever. So, da hinten geht's irgendwo runter gleich. Einmal trinken. Ja, geht nicht. Ich bin undurstig. Wunderbar. Nice. So, dann auch ein neues. Alles mitnehmen hier. Arschloch. Schläfst du einfach ein, ey. So. Jetzt gehen wir hin, machen die Blutpacks. Hier unten hin, nochmal. Holen uns vielleicht noch eins, um auf Nummer sicher zu gehen. Das hier wollte ich wegschmeißen. Und diese Rüstung ziehen wir natürlich an. Scheiße, die Schuhe sind kaputt. Das war ein besseres Rüstungsteil. Alter, ja, ich kämpfe natürlich jetzt auch mit mega geilen Rüstungsteilen. Kann ich die hier reparieren? Zufälligerweise noch wenigstens etwas. Ach, kommt sie aus, Mann. Ich will es reparieren. Ja, das geht. Dafür haben wir genug Zeug dabei. Reparieren mal alles. So, nochmal. Nein! Ja, die Hose. Reparier sie doch erstmal, bevor ich sie wieder ausrüste. Stimberries haben wir am Start. Alles andere haben wir auch am Start. Oh, wir haben auch ganz viele schwarze Bären gesammelt. Bei der Aktion. Ich schmeiß mal ein paar Bären weg. Ah, die Fasern habe ich jetzt auch aus Versehen weggeschmissen. Ist nicht schlimm. Ist egal. So. Dann würde ich sagen, auf ein neues, liebe Freunde. Ausgehungert sind wir auch schön. Es passt ja. Regnet das gerade? Ja, es regnet. Das ist natürlich sehr gut. Warum kann ich nicht meine Getränkeflasche auffüllen? Es regnet, Mann. Ah, jetzt geht's. Okay. Auf ein neues. Let's go. Die Simulation will uns testen. Mit dem letzter Versuch. Dieser Zugang, er öffnet sich. So, erstmal wieder mit dem Speer. Weil das deutlich schneller geht. Daneben, die Spinne. Alter, Mantis. Haben wir es nicht schon, ne? Die Königin kommt auch noch. Ah, okay. Ich will auch noch mitmachen. So, diesmal sind wir auch noch nicht. Haben wir jetzt noch keinen Torbohr zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja schon mal gut. Gibt es hier auch einen brennenden Speer? Boah, 17 Sekunden, ey. Na ja, richtig Zeit. Jetzt da oben das Paris einfach mit in den Kampf nehmen. Ey. Hier kommt eine weitere Welle. Giftschweifern haben wir schon mal weg, eine davon. Alter, wie viel sind denn das diesmal? Alter. Frösche.
glaube, ich habe gerade die Wildfang getroffen. Oh, das war auch die Wildfang. Alter. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Torpo aus? Der steigt gerade. Das ist nicht so geil. Dann hauen wir uns doch jetzt mal hier die Dinger rein. Und gucken mal, ob wir... Ja, wir können hier trinken aus der Flasche und kriegen sie nochmal voll. Das geht, komischerweise. Das ist ja schön.